Hallo, ich bin Paul Thieme und ich studiere an der KU gerade im Master Internationale Beziehungen und ab 1. April bin ich einer der drei Sprecher der Landesastenkonferenz Bayern. Wir kümmern uns darum, dass der Gesetzgeber immer weiß, welche Interesse die Studierenden haben. Die Landesastenkonferenz ist die bayerische Landesstudierendenvertretung und wir vertreten alle fachlichen, sozialen und wirtschaftlichen Belange der bayerischen Studierenden auf bayernweiter Ebene. Das ist eine sehr breite Basis. Das geht von Nachhaltigkeit über Corona, über Prüfungsleistungen bis hin zum BAföG. Da sind meine Aufgaben vor allem die Sitzungsvor- und Nachbereitung und dann das Vertreten der Anträge und Beschlüsse nach außen gegenüber den hochschulpolitischen Akteuren in Bayern. Ich habe an der KU schon sehr lange und sehr viel Hochschulpolitik gemacht und das hat mir hier stets Spaß gemacht. Und in meiner Zeit als Sprecher, wo ich auch für die externe Vernetzung zuständig bin, habe ich dann auch unsere Delegation quasi mehr und mehr auf der Landesastenkonferenz vertreten. Und da hat mir das Klima genau wie an der KU sehr gut gefallen, weil wir sehr konstruktiv und sehr quasi an den Themen arbeiten. Und dann, als Corona kam und das Hochschulgesetz kam, habe ich gesehen, dass man da wirklich viel bewirken kann und wollte dann selbst noch einen stärkeren Anteil dazu beitragen, dass diese Arbeit gut funktioniert. Also das beherrschende Thema aktuell ist definitiv die Novellierung des Bayerischen Hochschulgesetzes. Bis jetzt können wir relativ wenig dazu sagen, was da am Ende rauskommt, aber das hat uns auf jeden Fall das letzte halbe Jahr sehr stark beschäftigt und gleichzeitig die Corona-Pandemie. Da ist es uns sehr wichtig gewesen, auch den Studierenden Zeit zu geben, sich darauf einzustellen. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir die Verlängerung der Regelstudienzeit herausschlagen könnten. Mittlerweile ist das ja fast ein gegeben, aber am Anfang wurde das noch kritischer betrachtet. Und für die Studierenden ist das super wichtig, denn das bedeutet, dass ihre BAföG-Ansprüche quasi auch für ihr gesamtes Studium dann gelten. Und gleichzeitig, dass Prüfungsfristen, also dass man bestimmte Prüfungen bis zu einer bestimmten Zeit in seinem Studienverlauf gemacht haben muss, dass die aufgehoben werden für die Zeit dieser Pandemie. Das ist uns sehr wichtig gewesen und da sind wir sehr froh drüber, dass uns das gelungen ist. Auch wichtig in letzter Zeit ist zum Beispiel gewesen, dass die elektronische Fernprüfungsverordnung, was für uns auch ein sehr neues Thema war und dass wir uns auch erst einarbeiten mussten, dass wir da eine Wahlfreiheit durchgesetzt haben. Das heißt, dass ein Studierender, der eine elektronische Fernprüfung machen darf, auch immer das Recht hat auf eine Präsenzprüfung. Und auch ein großer Erfolg für uns ist, dass wir zwei Studierende in die Gründungskommission der Technischen Universität Nürnberg gebracht haben und da quasi die Interessen der Studierenden vertreten können, bis selbst dort genügend Studierende da sind, um sich zu vertreten. Mein größtes Ziel ist, die demokratische Partizipation auf Hochschulebene beizubehalten und weiter zu stärken. Für mich persönlich sind Universitäten ein kleiner Lehrgrund für demokratische Partizipation und viele Studierende nehmen da viel für ihr zukünftiges Leben mit. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Hochschulen sehr davon profitieren, wenn alle Interessengruppen gleichermaßen und auf Augenhöhe miteinander arbeiten können. Und für mich auch ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir als LAK auch die nachhaltigen Hochschultage schon durchgeführt und auch die KU hat da ja zwei Veranstaltungen dazu beigetragen. Und ich glaube, das ist eine Zukunftsaufgabe für uns, die wir auch stärker vertreten wollen.